Damen und Herren, wir hören heute den noch amtierenden Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Dr. Maaßen, und seinen Vorgänger, Herr Fromm, der über die letzte große Geheimdienstaffäre in diesem Land, den NSU-Skandal, gestrauchelt ist. Beide werden wir im Kern zu ähnlichen Fragen vernehmen. Da muss man sich natürlich die unterschiedlichen Zeiträume anschauen. Herr Fromm natürlich intensiver zu der Frage, wie es mit dem Einsatz der US-Software ins KISCore aussieht. Wir haben große Zweifel, dass die Angaben der Zeugen aus dem BfV zutreffen, dass dort lediglich die NSA-Seite diese Software übergeben hat, ohne Gegenleistung zu erwarten und keinerlei Daten aus diesen Bearbeitungen dann an die Amerikaner geflossen sind. Das ist für uns auch deswegen interessant, weil es hier ja möglicherweise um Daten geht aus dem Phänomenbereich des Islamismus, und hier verschränkt sich dann diese Frage nach X-Keyscore mit dem zweiten für uns relevanten großen Komplex des geheimen Krieges, also des völkerrechtswidrigen Einsatzes bewaffneter Drohnen, und der Frage, inwieweit Daten, die das BfV weitergegeben hat an die CIA und die NSA, geeignet waren zur Zielerfassung in den Einsatzgebieten dieser bewaffneten Drohnen. Es geht hier um Handynummern, um E-Mail-Nummern, um E-Mail-Adressen, um Angaben zu Aufenthaltsorten der Personen, zu Kontaktpersonen und ähnliches mehr. Und wir gehen doch fest davon aus jeder Fachliteratur und auch aus der Expertenanhörung hier, dass solche Daten zur Lokalisierung von Zielen geeignet ist. Wir werden mit den Zeugen diskutieren müssen, ob in mindestens 6 bis 7 Fällen von getöteten Dschihadisten aus Deutschland oder Personen mit deutscher Staatsbürgerschaft in diesen Gebieten es vorab eine Datenübergabe des BfV an die NSA gegeben hat. Und wir werden weiterhin diskutieren, wie die US-Seite ihr schriftlich und mündlich gegebenes Versprechen, dass diese Daten einer Zweckbindung unterliegen, also nur zu nachrichtendienstlichen Zwecken eingesetzt werden, eingehalten und kontrolliert wurde, weil der Verdacht besteht, dass auch nach der Weisungslage in 2010, mit dem das Bundesministerium des Innern dem BfV untersagt hatte, Daten, die zur Lokalisierung geeignet sind, zu den Gebieten Pakistan und Afghanistan weiterzugeben, bis zum heutigen Tage entsprechende Informationen die US-Seite erreichen und es auch nach 2010 Todesopfer sogenannter deutscher Reisegruppen von Dschihadisten in diesen Gebieten gab. Die Spionageabwehr ist der dritte Komplex. Sie kennen unser Unbehagen, das wir in den letzten Wochen bei den Zeugen entwickelt haben. Wir finden, dass dieser 360-Grad-Blick im Kern eine Propagandaveranstaltung ist, wenn man es mal so sagen will, weil wenn man dann materiell und faktisch nachgefragt hat, was unternommen wurde, die Vorwürfe aus den Snowden-Dokumenten zu erhärten, dann ist man da im Kern auf nichts gestoßen. Das lag wesentlich daran, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz sich weder die Kooperation mit dem BND, also die Kabelabgriffe in Deutschland, angesehen hat, noch darauf bestanden hat, zum Beispiel, dass die US-Seite Zutritt zu Liegenschaften gewährt oder ähnliches. Und dann ist das Ergebnis ebenso mau, wie es war. Die Spionageabwehr weiß im Kern nicht, die Massenüberwachung der Bürger und Bürgerinnen in Deutschland, aber auch der Regierungsstellen und feindliche Spionage durch die Five Eyes in Deutschland organisiert ist.